Herzlich willkommen am 15. zu meinem Adventskalender. Bier. Mit Alt-Advent und so. Und heute mit einem Bier, das ich eigentlich gar nicht in diesen 24 Bieren dabei hatte, aber im Keller rumstehen hatte, habe ich mir mitgekauft, weil ich das auch mal probieren wollte. Ich habe allerdings gedacht, es wäre so ein Fun-Bier. Sowas habe ich schon mal erzählt, wie Ficken oder Stoß mich oder Schlucks oder... Keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Das war jetzt auch frei erfunden. Ich habe keine Ahnung, ob es die gibt. Aber es gibt halt so Fun-Biere. Die sind, keine Ahnung, zum Beispiel von der Bitburger Brauerei. Die werden dann aufgekauft, kommt ein anderes Etikett drauf, irgendwas Lustiges. Und dann wird das als Spaßbier beziehungsweise als Szene- oder In-Bier verkauft. Da habe ich gedacht, das wäre auch so eins. Ist es aber nicht, wurde ich aufgeklärt. Habe mir es dann nochmal genauer angeguckt, die Verpackung. Und da ich ein alter Slime-Fan bin, so ein bisschen Norden-Fan, ne, was man ja hier auch an der Mütze sieht. Aber nur so ein bisschen, ich komme eigentlich aus dem Süden Deutschlands. Habe ich mir das geholt und werde es jetzt trinken. Und zwar ist das, ich zeige es euch hier, ein, vielleicht kann es hier oben schon jemand erkennen. Oh, hier, nicht so ganz, ne? Ein Störtebäcker Pilsner Bier. Und ich habe am Anfang gedacht, weil das halt so aufgedruckt ist, dieses Etikett, das ist ein bisschen falsch irgendwie. Das sieht so Billo aus. Also, es sieht schön aus, aber es sieht so fake aus. Nicht nach einem Standard-Brauerei-Bier. Aber genau das macht es ja jetzt wieder interessant, ne? Gehaltvoll herb. Halt aus dem Norden, ne? Da kommt auch Jever her. Becks. Auch recht herb. Weltweit prämierte Braukunst. Braut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Von der Störtebäcker Braumanufaktur GmbH. In der Hansestadt Stralsund. Sorte, Pilsener Bier. Anscheinend haben die da immer so Sorte und da steht dann immer drauf, wenn es ein andere Sorte ist. Gehaltvoll herb, 0,5 Liter, 4,9%. Pilsener Bier ist ein untergäriges norddeutsches Pilz mit Stammwürze 11,3%. Boah, wer hätte es gedacht, ne? Das sieht man ja schon. Genusstemperatur 10 Grad? Nein, das ist zu warm. Die sind sehr überzeugt von ihrem Bier, denn... Gutes Bier schmeckt auch, wenn es warm ist. Allerdings habe ich anscheinend noch kein gutes getrunken. Alkoholgehalt 4,9%. Pilsener Braumalze sorgen für die helle, strohgelbe Farbe sowie einen trockenen Trunk. Nennt man das so? Okay. Kalte Gärung lässt die feinstperlige Kohlensäure und das erfrischende Mundgefühl entstehen. Kräftige Hopfung mit den Sorten Select, Perle, Tradition und Opal lässt einen zarten Duft von Aprikose auf einer kräftig würzigen, lang anhaltenden Hopfenbittere entstehen. Da habe ich mir gerade selbst überlegt, ich denke, so wird das Bier schmecken. Das steht nicht hier hinten drauf, das habe ich mir gerade selbst überlegt. Ich denke, genau so wird das Bier schmecken, leicht aprikosig. Dreimal Gold haben die bekommen. Mindestens haltbar bis 2018. Alles gut. Okay, wir machen es auf. Ich habe richtig Bock drauf. Das hört sich schon mal geil an. Das sind auch die ersten, die exakt die Hopfensorten? Die Hopfensorten aufschreiben, nämlich Select, Perle, Tradition und Opal. Und dadurch soll dieses leicht aprikosige Aroma entstehen. Gucken wir mal. Oh, das ist aber ein bisschen dunkler als sonst. Aber ganz ehrlich. Lecker aus. Schaum ist super. Guck mal. Kohlensäure sieht man gar nicht, ne? Es hat auch recht wenig. A little bit auf Kohlensäure. Aber der Schaum ist bombastisch. Also der Schaum ist echt Zucker. Ich probiere das mal so ein bisschen in die Kamera zu halten. Ich glaube, man sieht das sogar ein bisschen hinten am Rand, ne? Der ist richtig schön. Der ist richtig schön. Und es ist ein bisschen dunkler. Das sieht man, glaube ich, sogar durch den Greenscreen. Ein bisschen dunkler als sonst. Ist ein bisschen dunkler, als man es gewohnt ist für einen Pilz. Ich gebe mal 8. Also der Schaum ist echt toll. Nein, ich gebe 7, weil die Kohlensäure ein bisschen fehlt. Ich gebe 7, weil die Kohlensäure ein bisschen fehlt. 7 haben wir immer gegeben, wenn irgendwas nicht so ganz gestimmt hat. Ne? Und jetzt testen wir das Schmuckstück. Störtebäcker. Also kurz sagen, Störtebäcker
Wie geht das nochmal? Wir trinken auf dich. Du bist der beste Mann aller Zeit. Zum Kampf sind wir bereit. Haifisch nanntest du dein Schiff. Achtung, warte mal, ob ich das noch zusammen... Oh, das ist so lange her. Rebecca. Boah. Wir trinken auf dich, Störtebäcker. Haifisch nanntest du dein Schiff. Boah, ich krieg's nicht mal zusammen. Ihr könnt ja den Songtext mal drunter schreiben. Niemals Störtebäcker. Wir trinken auf dich, Störtebäcker. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Naja. Haifisch nanntest du dein Schiff, es stand immer für dich bereit. Und nun singt. Der Lied kennt jeder hier. Wo unsere Fahne weht, ist es für jedes Schiff zu spät. Wir sind im Kampfe vereint und singen Gottes Freund und aller Welt Feind. Prost. Und es schmeckt super lecker. Das kann ich euch sagen, es schmeckt super lecker. Echt jetzt. Und mir ist noch ein bisschen was vom Text eingefallen. Auch wenn ich nicht weiß, ob es komplett richtig war. Aber ich muss sagen, ich bin fasziniert. Schmeckt echt lecker. Und dieses Aprikosige schmecke ich nicht. Aber was ich schmecke, was ich schon öfters mal bei ein paar Biersorten gesagt habe, auch bei Bieren, die mir gut geschmeckt haben, es schmeckt zitronig. Vielleicht ist es einfach dieses Zitrusfruchtige, was man hier rausschmeckt. Bestes bisher. Ohne Scheiß, bestes bisher. Sau lecker. Sau lecker. Boah, ich bin ein bisschen fasziniert. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das empfohlen hat. Der Osek oder 43er? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall super lecker. 8. 8. So machen wir das. Gibt's nichts dran auszusetzen, ne? Natürlich geöffnet. Mit einem guten Goldochsen. Heute ohne Rülpser ausgekommen, war wenig Kohlensäure drin. Ja. Ja, das war's schon von 15. Also, das hier, so komisch diese Flasche auch aussieht, probiert das mal. Das ist allerdings ein herbes Bier, ne? Also, wenn ihr nicht auf herbe, sondern eher auf süffige Biere steht, lasst sein. Das ist ein herbes Bier, mir schmeckt das super. Bis morgen.